Hallo und herzlich willkommen zu unserem Fazitvideo Eine Woche mit Hund. Zunächst einmal aber unsere Sorgen und Ängste, die wir hatten vor der Anschaffung eines Hundes. Und zwar waren da die vier größten Punkte. Erstens, wie ist das eigentlich mit unserem Schlaf? Zweitens, Stubenreinheit. Wie lange dauert das eigentlich? Drittens, kann der Hund auch mal alleine bleiben oder muss permanent jemand dabei sein? Und viertens, Kommandos, wie schnell lernt er die, hört er auch auf die, wie funktioniert das? Wir können aber sagen, nach der ersten Woche ist es eigentlich ganz gut gelaufen. Muki schläft inzwischen 8 Stunden durch. Stubenreinheit ist kein großes Thema. Wir hatten zweimal so einen halben Unfall, es ist aber nicht wirklich was passiert und man muss auch sagen, dass es eigentlich immer nur die Schuld des Besitzers ist. Man muss eben permanent seinen kleinen Hund beobachten, darauf achten, wie er sich bewegt und eigentlich merkt man dann recht schnell, dass er muss. Wir haben gelernt, er muss eigentlich immer nach dem Schlafen, also wenn er Nickerchen gemacht hat, dann am besten sofort danach, wenn er wach ist, raus. Muki bleibt inzwischen auch schon ganz kurz alleine. Haben natürlich mit nur ein paar Minuten angefangen. 1 Minute, 2 Minuten, 5 Minuten, 15 Minuten. Erst haben wir nur innerhalb der Wohnung ihn alleine gelassen, dann aber auch mal ganz kurze Zeit, wenn beide weg waren. Inzwischen kann er schon 9 Kommandos. Dazu gehören die klassischen wie Sitz und Platz. Aber wir haben auch ein paar lustige Sachen geübt, zum Beispiel Rolle, High Five oder Pfötchen geben. Wir möchten noch einen kleinen Disclaimer geben, und zwar sind wir absolut keine Hundeexperten. Wir berichten einfach nur über das, was wir selber hier erlebt haben. Wir freuen uns natürlich über konstruktive Kritik und wenn ihr Tipps habt, dann schreibt die immer sehr, sehr gerne. Und wir machen eben diesen Kanal selbst, da wir nichts so Passendes für uns gefunden haben und dachten, dass vielleicht andere davon auch noch profitieren können. Zu den Voraussetzungen für einen Welpen, also was wir für essentiell halten, ist es halt entweder ein Haus tatsächlich mit Garten zu haben, das ist der Idealfall, oder aber eine Wohnung mit einer Grünfläche wirklich direkt vor der Tür oder einem Innenhof, denn man schafft es am Anfang nicht weit, also man kann nicht noch 5 Minuten in den Park laufen, wenn der Welpe muss. Was haben wir vorab gemacht, also zur Vorbereitung, bevor wir unseren Welpen bekommen haben? Wir haben uns natürlich genauso wie jeder andere wahrscheinlich auch im Internet informiert. Bei YouTube haben wir verschiedene Kanäle angeschaut und 2 Favoriten sind zum einen Zach Georges Dog Training Revolution, wo immer kurze und knackige Videos gezeigt werden, wie man Hunden zum Beispiel Tricks beibringen, wie man aber auch Stubenreinheit trainieren kann. Und dann haben wir noch als 2. Favoritenkanal die Hundeerziehung, Hundepension Salostowitz angeschaut. Da werden tiefergehende Themen besprochen, da gibt es sehr gute Tipps und es ist wesentlich ausführlicher. Kommen wir nun zur Welpenerstausstattung. Was denken wir ist wirklich essentiell? Und wir haben da gestartet mit einer Hundebox. Das soll auf keinen Fall ein Käfig sein, in dem er eingesperrt wird zur Bestrafung oder wenn man keine Lust hat, dass der Hund draußen rumrennt, sondern das soll eher dazu dienen, dass der Hund einen Rückzugsort hat, einen Ruheort. Wir hängen da immer eine kleine Decke drüber. Die Tür, das reicht, wenn man die auch offen lässt. Hauptsache, er hat da irgendwie einen Ort, in dem er auch in der Nacht gut schlafen kann und in dem er sich wohlfühlt. Dann haben wir einen Welpenlaufstall gekauft. Man muss sagen, das ist jetzt gar nicht wirklich mehr so notwendig, dass wir den haben. Wir nutzen den jetzt eher so, dass falls der Welpe mal nachts irgendwie muss, dass man da diese Puppypads drin hat, falls man es einfach nicht mehr schafft rauszugehen, weil er schon zu sehr muss, dass er sich denn da eben erleichtern kann. Das hatten wir aber nur 1-2 Mal in der Nacht tatsächlich. Ganz wichtig ist natürlich auch Fressen, also ein Hundenapf. Wir haben uns dafür was Rutschfestes entschieden. Das heißt, es sind 2 Edelsteinnäpfe, die schon in so einer Matte integriert sind. Das heißt, der Welpe kann das auch nicht rumschieben, sondern steht sicher und fest an seinem Platz. Dann ein Hundebettchen. Da gibt es ja so viel Auswahl von bis. Wir haben eben was genommen, was ein bisschen auch zu unserer Einrichtung passt, in einem neutralen Grau.
die Puppy Pads gerade eben schon angesprochen. Da kann man auch einfach Wickelunterlagen nehmen, die es auch für Babys gibt in Drogeriemärkten. Wir haben einen kleinen Futterbeutel gekauft, wo wir eben die Leckerlis reintun, wenn man unterwegs ist und einfach trainieren will. Ist ganz praktisch, kann man sich irgendwie Crossbody umhängen und hat es dann einfach griffbereit. Wichtig ist noch ein Halsband und auch ein Geschirr. Wir haben da was aus einem ganz leichten Nylon-Material genommen und auch darauf geachtet, dass es kleine Karabinerhaken sind. Denn natürlich ist der Welpe das nicht gewohnt, dass er irgendwie was am Leib hat und irgendwas rumschleppen muss. Deswegen unbedingt darauf achten, dass es nicht zu schwer ist, sondern ganz leicht und bequem. Wir haben eine kleine Leine, wenn wir ein Stück an der Straße lang gehen, und wir haben auch eine lange Schleppleine, wenn man mal irgendwie in einem Park ist oder auf einem großzügigen Grundstück, dann kann man die nutzen, dann hat er da viel mehr Bewegungsfreiheit. Außerdem haben wir noch eine kleine Jacke gekauft, einen kleinen Wintermantel, weil es jetzt gerade in der kalten Jahreszeit ist, sprich, wenn wir dann mal einen längeren Spaziergang machen, ziehen wir die an, damit er einfach nicht so auskühlt. Und dann ganz entscheidend das Futter. Wir haben da sowohl Trockenfutter als auch Nassfutter. Wir können empfehlen, das Josera Mini Junior, das ist eben für kleine Rassen, also für Welpen kleiner Rassen. Das funktioniert super gut. Wir nehmen auch einfach das Trockenfutter als Leckerli, denn im Moment weiß er ja gar nicht, ob es vielleicht noch was viel besser Schmeckendes gibt. Das heißt, damit kommen wir super zurecht. Und dann gibt es zu den Hauptmahlzeiten, sage ich mal, auch immer noch ein bisschen Nassfutter, einfach um so einen Ausgleich noch zu haben. Das hat er am Anfang sehr gerne gefressen bei der Züchterin, bei uns jetzt nicht mehr ganz so gerne, aber es geht. Absolut verrückt ist Moki nach diesen Kaustangen aus Rinderäuter. Wenn wir da nur die Packung öffnen, erschnuppert er da schon von weit weg. Also die sind super beliebt und die haben wir zum Beispiel auch eingesetzt, als wir ihn das erste Mal geschoren haben. Da hat er einfach so eine Kaustange bekommen, damit er abgelenkt ist und wir ein bisschen mehr in Ruhe arbeiten können. Sehr beliebt bei uns ist auch dieser Mini-Kauknochen, der ist wirklich ganz klein und perfekt für Welpen geeignet. Da können die halt einfach drauf rumbeißen, wenn sie zahnen. Wir vermeiden das weitestgehend, dass er in die Hände beißen darf, einfach nur damit er nicht lernt, dass das okay ist. Welpen versuchen mit ihrem Maul zu tasten, das heißt, es ist nicht wirklich ein Biss, den sie dann beabsichtigen. Nichtsdestotrotz, wir wollen halt einfach, dass er lernt, auf bestimmten Sachen darfst du gerne rumkauen, nicht auf unseren Händen. Dann haben wir noch verschiedene Hundespielzeuge gekauft, Bälle für drinnen, für draußen, die kommen eigentlich sehr gut an. Und am beliebtesten, muss man aber sagen, sind im Moment die Stofftiere. Da ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Tiere nichts zum Abknabbern haben, also keine Glasaugen, sondern dass das wirklich einfach nur aus Stoff ist, aufgestickt, sodass da keine Teile dran sind, die er oder sie verschlucken kann. So, weitere Dinge, die notwendig sind. In unserem Fall eine Schermaschine. Wir haben ja einen Zwergpudel, den muss man regelmäßig scheren. Das ist auch wichtig. Man muss auch darauf achten, dass zum Beispiel die Pfötchen immer freigeschoren sind, dass es da einfach nicht zu Verfilzungen zwischen den Zähnen kommt, weil das sehr schmerzhaft sein kann. Wir haben uns für die Mosamax 50 entschieden. Sicherlich ein teureres Modell, aber wir sind nach den ersten Anwendungen super zufrieden damit. Also der Motor ist extrem leistungsstark und die ist wirklich, wirklich leise. Also Mucki hatte da überhaupt keine Angst. Und wir haben den Eindruck, dass das ein sehr gutes Gerät ist. Das wird geliefert mit zwei Aufstecksätzen. Das heißt, ich glaube, man hat einmal 6 mm und einmal 13 mm. Wir haben uns dann beim Körper für die 13 mm entschieden, sodass der Pudel halt auch noch ein schönes, fluffiges Teddyfell hat. Regelmäßiges Bürsten ist ganz wichtig. Wir üben das ein- bis zweimal täglich und verkaufen ihm das eigentlich auch so wie eine Streicheleinheit. Das heißt, er mag das jetzt schon sehr, sehr gerne. Das ist einfach spielerisch beibringen, sodass er auch im späteren Alter das gerne mag. Ein Welpenshampoo sollte man natürlich haben, aber nicht zu oft benutzen. Überhaupt sollte man den Welpen natürlich so selten wie möglich waschen. Wir haben das jetzt einmal gemacht, bevor wir ihn geschoren haben, einfach um wirklich das Fell gut vorzubereiten, damit die Maschine da schön durchgleitet. Aber das wirklich nur selten machen und dann eben darauf achten, dass es auf jeden Fall ein Hundeshampoo ist, kein normales Shampoo. Das würde die Haut extrem austrocknen. Eine Krallenschere ist auch wichtig. Gerade Welpen haben ja noch diese ganz spitzen Krallen, die auch sich gerne mal irgendwie in
Hosen oder Materialien verfangen. Deswegen ganz vorsichtig die Krallen abknipsen. Lieber beim ersten Mal zu wenig als zu viel. Es läuft eine Ader durch die Krallen, die man auf keinen Fall treffen sollte. Das heißt, da immer schön vorsichtig. Zusätzlich noch für die Fellpflege haben wir eine kleine Schere mit abgerundeter Spitze, sodass man sich da auch nicht verletzen kann. Und die kann man zum Beispiel nutzen, wenn man irgendwie die Tatzen rund schneiden möchte oder wenn man im Gesicht ein bisschen arbeitet. Ich mache das eigentlich auch jetzt schon immer spielerisch. Benutze die Schere, lasse die einfach mal schnappen, ohne ihn wirklich damit zu schneiden, sondern einfach nur, damit er das Geräusch hört. Gleiches gilt auch für die Schermaschine. Einfach immer mal laufen lassen, dass diese Geräusche einfach normal werden. Für den Anfang sicherlich nicht so notwendig ist ein Sicherheitsgurt. Beim ersten Mal abholen vom Züchter wird man den Welpen sicherlich auf dem Schoß transportieren, einfach damit er Nähe hat zu einem. Aber für später ist das sehr relevant, einfach aus Sicherheitsaspekten einen kleinen Gurt zu haben. Wir haben da was, was man im normalen Clip anklippen kann und dann eben mit dem Karabiner am Geschirr festmachen. Einen Zeckenzieher sollte man sicherlich auch dabei haben, gerade wenn man irgendwie wandern geht oder im Wald viel unterwegs ist. Im Sommer natürlich mehr als im Winter, aber da haben wir auch gesagt, es ist wichtig, das einfach da zu haben, wenn mal eine Zecke da ist, dass man sofort agieren kann. Auch wichtig ist die Zahnpflege, auch da sollte man den Welpen schon früh dran gewöhnen, also ruhig mal ins Maul fassen und so ein bisschen vorsichtig putzen, damit da eben kein Zahnstein entsteht. Wir haben auch noch einen Ohrreiniger gekauft, denn unser Pudel hat Schlappohren. Das ist nicht überall notwendig, glaube ich, aber gerade bei Schlappohren ist es wichtig, dass man die Ohren regelmäßig kontrolliert, am besten auch nochmal Rücksprache mit dem Tierarzt hält, wie man die genau pflegen soll. Und da muss man einfach mal schauen, was das richtige Fein ist. Kommen wir nun zu den Kosten, denn es ist ja nicht nur der eigentliche Preis vom Hund, also die Anschaffungskosten. Das bewegt sich im ganz unterschiedlichen Rahmen. Also reinrassige Hunde sind natürlich teurer, mit Stammbaum sind sie nochmal teurer. Man muss aber auch bedenken, dass nicht nur die Anschaffung eben ansteht, sondern auch jährlich die Steuern. Eine Haftpflichtversicherung muss sein. Man kann überlegen, ob man eine Krankenversicherung abschließt für den Hund. Und man muss eben auch immer damit rechnen, dass Tierarztkosten entstehen. Also wenn es einfach nur die Impfung ist, einmal im Jahr und sonst weiter nichts ist, ist es natürlich nicht so viel. Aber es kann halt auch passieren, dass das mal irgendwie was Ernsteres ist. Darauf muss man sich gefasst machen. Man sollte auch ein bisschen Geld für die Hundeschule einplanen. Je nachdem, wo man da ist, kann eine Stunde ganz unterschiedlich teuer sein. Alle anderen Dinge, die wir eben genannt haben, kann man natürlich ein bisschen recherchieren und schauen. Das sind jetzt die Preise, die wir bezahlt haben für die einzelnen Dinge. Wir haben auch Teile bei eBay Kleinanzeigen gekauft, zum Beispiel die Hundebox, die war da sehr viel günstiger. Also da einfach mal schauen oder auch im Bekanntenkreis nachfragen, ob da irgendwie ausgewachsene Welpen sind, die ihre Dinge nicht mehr benötigen, ob man da noch irgendwie was günstig bekommen kann. Ganz entscheidend beim Welpenkauf ist auch der Zeitaufwand. Also man muss sich wirklich ehrlich die Frage stellen, schaffe ich das? Und keiner weiß ja auch so richtig, wie lange das dauert, das Training, die Stubenreinheit. Also da muss man auch schauen, dass man lange genug freinehmen kann, wenn man Vollzeit arbeitet. Also wir haben die Erfahrung gemacht, alle 2 bis 3 Stunden muss man eben raus fürs kleine oder große Geschäft. Nachts zum Glück jetzt nicht mehr bei uns, aber das kann auch noch sein, dass man auch nachts mehrmals hoch muss. Man braucht viel Zeit für die Kontrolle und das Training. Das heißt, dass man sollte zusehen, dass doch immer jemand in der Nähe des Welpen ist, damit eben auch nichts ungewollt passiert. Und natürlich sollte man auch spielerisch schon anfangen, ein paar Sachen zu trainieren und einfach eine Routine entwickeln. Das heißt also, unsere Empfehlung ist, dass man die ersten 1 bis 2, vielleicht auch 3 Wochen auf jeden Fall freinehmen sollte. Wir sagen auch, es ist leichter, wenn man es zu zweit macht als alleine. Muss natürlich jeder selber entscheiden, aber dann kann man sich immer ganz gut abwechseln. Sonst ist es wirklich ein Fulltime-Job. Ja, und jetzt unsere wichtigsten Tipps für den Anfang. Also, wir haben versucht, alles auf eine ruhige Nacht zu optimieren. Das heißt, wir haben Routine entwickelt, bevor es ins Bett geht. Gehen wir raus, machen einen kleinen Spaziergang, Geschäfte werden erledigt, dann wird
vielleicht noch ein kleines bisschen gespielt drinne und dann versuchen eben alle, Hund und Mensch, runterzukommen, ruhig zu werden, sich auf die Nacht vorzubereiten und dann gehen eben alle in ihr Nachtlager. Zweitens wichtig ist es, die Stubenreinheit sicherzustellen. Da ist man aber auch wirklich selbst in der Verantwortung. Also wenn man keine Unfälle im Haus haben möchte, dann sollte man, wie gesagt, alle 2 bis 3 Stunden, manchmal vielleicht auch öfter rausgehen. Dann kann man sich eigentlich sicher sein, dass drinnen nicht mehr viel passiert. Auf keinen Fall schimpfen, wenn drinnen doch mal ein Unfall passiert. Der Welpe kann da nichts dafür. Da muss man sich an die eigene Nase fassen. Auch wichtig drittens ist, dass die ersten Tage erstmal keine Besucher kommen. Der Welpe sollte Ruhe haben, sollte ankommen können, sein neues Zuhause erschnuppern und sich erstmal eingewöhnen. Und dann später, wenn man das Gefühl hat, der Welpe ist soweit angekommen, fühlt sich wohl, frisst gut, spielt, hat einfach ein schönes Leben so, dann kann man auch gerne Freunde und Familie einladen. Sicherlich nicht alle auf einmal, aber es ist wichtig, dass peu à peu dann auch immer mehr Leute kommen und er einfach möglichst viele Menschen, Männer, Frauen, Kinder kennenlernt, andere Hunde, andere Tiere und einfach so gut sozialisiert wird für später auch. Je mehr er schon erfährt, desto besser. Ja, vielen Dank jetzt erstmal fürs Zuschauen. Schreibt eure Fragen gerne in die Kommentare und wie gesagt, auch wenn ihr Tipps habt oder Kritik, dann immer gerne her damit. Vielen Dank!